Liebe Margit, herzlich willkommen. Du hast dich bereit erklärt, heute dein tolles Buch vorzustellen. Ich kann nur sagen, es war heute in der Post. Oh, Ich habe es wie gefunden. schön. Genau. Übergebe ich dir jetzt das Wort. Du darfst dich vorstellen. Und was mich so ganz brennend interessiert, du hast dieses tolle Buch geschrieben. Was war denn so deine Herausforderung? Was hat dich dazu bewegt, eben genau diese tollen Zeilen eben auch zu konzipieren, zu schreiben, eben auch zu entwickeln? Liebe Daniela, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich heute bei euch sein darf. Mein Name ist Margit Wickhoff und ich habe gemeinsam mit meinem Papa, der Reinhard Kernle, ein Kinderbuch geschrieben. Das heißt Emma und die Federmaus, der Ich-kann-es-Zauber. Ich habe es zufällig da. So, da ist es. Ich hoffe, man sieht es gut. Ansonsten habe ich es im Product Placement auch dezent hinter meinem Rücken versteckt. Genau. Das Buch ist vor einem Jahr in Graz bei der Edition Kuiper erschienen und es ist ein Buch über die magische Kraft der Gedanken und wie die eben auch schon in kleinen Kinderköpfen Großes bewirken kann. Wie bin ich dazu gekommen? Also ich bin nicht nur Kinderbuchautorin, sondern auch Werbetexterin und da beschäftige ich mich jeden Tag mit der Auswirkung von Sprache auf unser Verhalten, auf das menschliche Verhalten. Und ja, da tun sich sehr viele Dinge auf, man macht sehr viele Erkenntnisse und Erfahrungen. Ich beschäftige mich auch persönlich schon lange mit dem Thema Mindset, mit der Kraft der Gedanken, mit positiver Psychologie. Und ich habe eine Tochter, die Emilia, die wird jetzt mittlerweile 11 Jahre alt. Und wie die so in dem Alter war, wo Kinder eben so Radfahren lernen, Eislaufen lernen, alle möglichen, also Schuhe binden, all diese Dinge halt eben lernen, war ihre erste Reaktion bei jeder kleinsten Herausforderung, dass sie mir einfach gesagt hat, Mama, ich kann das nicht, ich schaffe das nicht. Und wenn man jetzt so wie ich halt sich mit diesen Themen beschäftigt und weiß, welche Auswirkungen Sprache eigentlich auf unser Verhalten, auf unser Leben, auf unsere ganze Einstellung hat, dann sind halt haben bei mir wirklich die Alarmglocken geschrillt und ich mir gedacht, okay, wenn sie was schaffen will und mit dieser Einstellung dran geht, dann ist das so ziemlich die schlechteste Voraussetzung dafür, dass sie es dann letztendlich auch wirklich erreichen wird. Und so habe ich den Ich-kann-es-Zauber erfunden für meine Tochter. Das ist ein Kraftsatz. In der Erwachsenenwelt würden wir sagen, eine Affirmation, die uns ganz einfach hilft, in unsere Stärke zu kommen und in unsere Kraft zu kommen und eben herausfordernde Situationen mit ein bisschen mehr Leichtigkeit zu meistern. Das heißt, wir haben uns hingestellt, wir haben uns groß gemacht, wir haben gemeinsam gezaubert und haben gelacht dabei. Und so wurden also diese in ihrem Kopf großen Situationen, schwierigen Situationen plötzlich leicht und lustig. Und schon allein dadurch hat sich die Haltung einfach verändert. Und es ist leichter und besser gegangen. Und mein Papa, der Reinhard Kernle, hat dieses Buch dann, also hat meine Geschichte illustriert. Und wir haben dann uns auf die Suche nach Verlagen gemacht und haben dann in Graz bei einem kleinen familiengeführten Verlag ein Zuhause für unser Buch gefunden. Meine liebe Freundin, die Katja Haas, ist Handlettering-Künstlerin, die hat also die Schrift eigens entwickelt für das Buch, das Cover und das Layout gestaltet. Also es ist ein absolutes Herzens- und Familienprojekt. Das wusste ich jetzt nicht, dass es dein Papa ist. Mein Papa, ja, genau. Ja, Genau, schön. also es war so, war Und richtig genau, Teamwork. und ja, wir haben uns zufällig in unseren, ja, also ich als Coach lasse mich ja auch weiterbilden und so weiter. Wir sind gemeinsam in einem Programm und dann Genau. hast du das geschrieben und ich kenne dich schon länger, aber dass du eben ein Kinderbuch geschrieben hattest, das war mir gar nicht auf dem Schirm, wo ich dachte, das ist genau das, was ihr eben auch als Eltern braucht, weil ihr steht ja eben auch häufig vor der Herausforderung, dass die Kinder sagen, das kann ich nicht. Ja, bei hochbegabten Kindern ist es ja häufig eben der Perfektionismus, Ja. der sie daran hindert, dieses, ja, ich kann nicht sofort Fahrrad fahren, ich kann nicht sofort schwimmen, ich kann nicht sofort perfekt Schuhe binden und so weiter. Manche Dinge brauchen ja ein bisschen Übung. Und da könnte eben genauso, ich würde es Affirmation nennen oder eben auch sogar so ein positives Mantra, kann Genau, da ja. wirklich auch helfen zu Es ist verändern. natürlich so, also die Kinder, ich kriege irrsinnig positive Rückmeldungen dazu von Mamas, von Papas und auch wenn ich bei Lesungen bin, die Kinder reagieren sehr, sehr gut darauf. Es ist ein sehr spielerischer Ansatz.
Natürlich reicht es nicht aus, sich hinzustellen und dreimal laut, ich kann es zu sagen. Also es gehört schon das Tun und das Wollen dazu. Und die Einsicht, aber es verändert einfach die Haltung. Und das kann ich versprechen, es geht garantiert leichter und lustiger damit, weil oft hat man ja gerade mit Kindern, die sehr perfektionistisch sind, einfach dieses Problem, dass es so schwierig ist und dass sie so hängen, sich selbst so im Weg stehen. Und deshalb hat es bei meiner Tochter wirklich extrem aufgelöst, dieses Problem. Gleich mal nebenbei, ich hatte dann auch mit der lieben Margit so ein Kurzmeeting hier bei Zoom. Ich habe ihr gleich mal empfohlen, sich eben auch mein Webinar anzuschauen über Auffälligkeiten, Merkmale und Besonderheiten hochbegabter und unterforderter Kinder, ja, weil das war schon so, wo ich dachte, das ist genau die Herausforderung, vor der eben, ich glaube, 95% meiner Beratungsfamilien einfach auch stehen. Ja, das kann ich mir gut vorstellen, ja, also das ist wirklich eine Hürde und eine Hürde, ein Film, den uns das Gehirn vorspielt, den Kopf passiert und wirklich sehr belastend sein kann für eine Familie. Jetzt kommt aber noch hinzu, und das ist so eine Erfahrung, die ich gemacht habe, also es gibt Untersuchungen, dass wir bis zu unserem 21. Lebensjahr ungefähr 150.000 Mal Sätze hören von Bezugspersonen wie du kannst das nicht, du schaffst das nicht, aus dir wird nie etwas werden. Und wenn so ein Satz dann auf ein Kind trifft, das sich selber solche Hürden setzt und selber sich so einschränkt und unter Druck setzt, dann genau kann es aus meiner Sicht wirklich fatal werden. Dann manifestiert sich das, dann werden wirklich Glaubenssätze daraus. Ja. Und das ist meine Vision mit dem Buch, mit dem ich kann es zauber, vor allem auch die Mamas und Papas, die Bezugspersonen, die Pädagogen zu erreichen, um auch zu vermitteln, welche Macht Sprache hat und welche Auswirkungen Worte schaffen. Worte schaffen Wirklichkeit. Und dessen müssen wir uns bewusst sein. Das heißt jetzt natürlich nicht, also ich meine, jeder redet mit seinem Kind und jeder kommuniziert und jeder sagt vielleicht einmal einen Blödsinn, aber trotzdem, man muss schon ein bisschen darauf achten und ich finde, unsere Kinder müssen uns jetzt auch wert sein, uns darüber Gedanken zu machen. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir, egal ob es unsere Kinder sind oder auch die Kinder, ich bin ja selber Erzieherin, die Kinder, die wir betreuen oder sonst irgendwie nicht in Schubladen stecken. Absolut. Du bist so und du bist so, weil das sind wirklich Dinge, die sich festsetzen. Also ich muss mal ganz kurz ein Beispiel bringen. Wir wohnen hier direkt am Rhein. Das heißt, Frankreich ist wirklich ganz in der Nähe. Das heißt, hier an der Rheinschiene lernen die Kinder in der Grundschule Französisch. Und in der zweiten Klasse hatte die Französischlehrerin zu meiner Tochter gesagt, Lena, Französisch ist nicht deins. Und sie hat es in der 10. Klasse abgewählt, so muss man sagen, abgewählt mit den Sätzen, Mama, Französisch ist nicht meins. Genau. Also es ist ganz häufig wird auch, sorry, ich muss hier nochmal kurz ins Wort fallen, ganz häufig wird auch den Mädels oder auch den Frauen, ja, mittlerweile Frauen, die auch Frauen geworden sind, wurde häufig eben auch in Grundschule und weiterführender Schule gesagt, Mathematik ist halt kein so ein Mädchenthema. Mhm. Ey, ein Mist ist es. Zu mir hat es das nie geheißen und ich habe als Klassenbeste in Mathe abgeschlossen. Ja. Meine Mutter hatte eher gesagt, gell, Schreiben ist nicht so unseres. Ja, genau. Also da prägt man, also man prägt da sehr viel über die Sprache, das Verhalten der Kinder. Man lebt auch viel vor dadurch. Und es ist ja mittlerweile, also es gibt Untersuchungen, die auch zeigen, also dass die Art und Weise, wie wir denken und Worte sind ja der Ausdruck unserer Gedanken, dass unsere Gedanken also nicht nur Auswirkungen haben auf unser Wohlbefinden, sogar auch auf unsere körperliche Gesundheit, auf unser Hormonsystem, aber sogar auch auf die Struktur unseres Gehirns. Das heißt, die Art und Weise, wie wir denken, formt die Verbindungen zwischen Nervenzellen im Gehirn. Und wenn man sich dessen bewusst wird, welche Macht es hat, also das sowohl ins Negative, aber auch ins Positive. Also wir können von Gehirnbesitzern zu Gehirnbenutzern werden und die Funktionalität unserer grauen Zellen wirklich zu unseren Gunsten nutzen. Und was ich so fatal finde, wir lernen das im Erwachsenenalter, in Ausbildungen, in Coachings, in Therapien. Es wird uns beigebracht, wir geben viel Geld aus dafür. Dabei wäre es schon so leicht, unseren Kindern diese Werkzeuge schon mitzugeben. Und das ist mein Ziel. Das ist tatsächlich das. Ich übersetze es mal in meine Sprache, was die Eltern jetzt schon von mir gehört haben. Welche Waldwege im Gehirn wollt ihr breiter ausbauen? Das Positive eurer Kinder oder das Negative? Genau, ja. Deswegen, wir müssen 3/4 mal mehr oder 5-10 mal mehr die positiven Dinge der Kinder herausstreichen oder positiv herausstreichen, also kommunizieren und eher die Kinder wissen ganz automatisch, was sie nicht können oder was gerade nicht gut lief. Absolut, ja, absolut, genau. Genau, ja.
Du hattest noch was, noch etwas von deiner Tochter Ja, vorbereitet? genau. Also meine Tochter und ihre Freunde waren vergangenen Samstag erst bei uns hier im Regionalradio und haben das Buch als Kinderreporter vorgestellt. Und ich hoffe, ich schaffe es jetzt, liebe Genau. Daniela, Wir haben das heute Morgen technisch schon euch technisch zu ein bisschen teilen. ausprobiert und uns Genau. Unterstützung geholt. Genau. Genau, und Also ich sehe auch, wir haben Zuschauerinnen und Zuschauer. Vielleicht schreibt ihr einfach mal in die Kommentare. Das wäre super, wenn ich sehen kann, ob wir gut zu hören oder ungut zu hören sind. Oh, jetzt ist die Seite weggegangen. Auf meinem zweiten Bildschirm mal gucken. ja, ich habe meine Gruppe wieder. Gut, das ist immer alles gut. gut. Ja, du Dann darfst einfach, genau. Schreib mal, ob wir uns teile ich gut. jetzt einmal meinen Bildschirm und spiele euch das vor. Ich hoffe, es funktioniert. Wenn ich lauter machen muss, Daniela, sagst du mir Bescheid? Ja. In der Edition Keiper in Graz ist das Buch Emma und die Federmaus von Margit Wickhoff und Reinhard Kernle erschienen. Es erzählt von einem Ich-kann-es-Zauber. Ein Zauber, der den Kindern Mut und Selbstvertrauen schenken soll. Und Pia, Emilia, Ilin, Isabel und Ümink waren diesem Zauber auf der Spur und haben sich in der Kinderreporterrunde bereits eifrigst darüber unterhalten. Wer ist eigentlich die Emma? Die Emma ist ein Mädchen und sie ist am Anfang sehr sauer, weil sie möchte unbedingt ein Puzzle schaffen, aber sie schafft es halt nicht sofort. Wie alt ist die Emma denn ungefähr? Ich würde die Emma als 7 Jahre alt schätzen. Warum schafft die Emma das Puzzle einfach nicht? Sie schafft es nicht, weil es sind sehr viele Puzzleteile und sie macht sich auch einen sehr großen Druck dabei, dass ihr Gehirn sich irgendwie ausschaltet und sagt, wir schaffen das jetzt nicht. Ist es bei euch auch manchmal so, dass ihr euch ärgert, wenn etwas nicht gelingt? Ich bin manchmal ungeduldig, wenn ich Gitarre spiele und ich manchmal die Noten versemmel, dann denke ich mir eigentlich, jetzt muss ich es nochmal machen, aber dann schaffe ich es meistens nicht so schnell. Wie geht's denn mit der Emma im Buch weiter? Also, sie pfeffert dann das Puzzle in die Ecke und plötzlich macht's plopp. Und da steht einfach eine Maus mit einer Feder in der Hand vor der Emma und sie sagt, hey, heb das Puzzle wieder auf. Du kannst sowas schaffen. Du musst nur fest an dich glauben. Wenn mir das passieren würde, dann würde ich zuerst meine Augen reiben und dann würde ich sagen, ist das jetzt echt oder ist das ein Traum? Und wie war es im Buch bei der Emma? Die Emma schaut dann ganz verdattert und ist auch sehr überrascht, als sie sieht, dass da plötzlich eine Maus steht. Und die Maus, die Lieselotte, sagt dann, das ist meine Zauberfeder. Mit der kannst du alles schaffen, was du willst. Stimmt das wirklich? Ja, das funktioniert wirklich, weil die Emma geht dann in die Ecke, holt das Puzzle, setzt sich daran und sagt dreimal laut, ich kann es, ich kann es, ich kann es. Und sie probiert es dann. Und was passiert? Sie schafft es wirklich. Hat's dir auch schon geholfen? Meine Freundin und ich hatten eine Englischschularbeit und ich war wirklich aufgeregt und ich habe dann einfach gesagt in meinem Kopf, also es muss nicht unbedingt laut sein, dass ich es kann und ich habe ein ziemlich gutes Gefühl dabei, dass ich eine gute Note bekommen werde. Und ich habe aber auch dafür geübt, also man kann jetzt nicht einfach sagen, ich kann es und muss daran glauben, dass es dann einfach passiert, sondern man muss auch seinen Beitrag dabei leisten. Und wie war das bei der Emma im Buch? Mit der Zauberfeder hat es nur einmal geholfen oder hat es mehrmals geholfen? Also der Emma hat es noch einmal geholfen und noch jemand anderem, aber zu viel will ich da auch nicht verraten. Bleibt die Emma dann so mutig? Ja, sie bleibt dann mutig und sie wird sogar dadurch noch mutiger, denn sie bekommt so mehr Selbstbewusstsein. Pia, kannst du uns nochmal sagen, wie das Buch heißt? Das Buch heißt Emma und die Federmaus von Margit Wickhoff und Reinhard Kernle. Na, das Ganze. Diese Jan-Zucker-Süß. Klasse, klasse. Ja, es geht nämlich genau darum, ja, solche Geschichten zu nehmen und ins Gespräch mit den Kindern zu gehen, zu sagen, ja, wann war das bei dir schon mal so und was könnt ihr da denn helfen und ja, hilft es denn, den Kopf in den Sand zu stecken oder was brauchst du dafür? Also das macht nicht Hex, Hex und es funktioniert. Natürlich nicht. Ja, also ist ganz ein wichtiger Faktor, du musst ins Tun kommen, das ist ganz klar. Genau. Aber wie gesagt, also es geht einfach leichter und darum geht es, wir können uns das Leben leichter machen. Und jetzt mache ich alle neidisch, weil ich habe tatsächlich ein Buch mit Widmung erhalten, mit einer echten Zauberfeder drin. Genau, Ja. damit ich euch das Buch auch vorstellen kann und die nächsten Gruppen und so weiter. Von daher vielen lieben Dank, liebe Bitte Margit. gerne.
Vielleicht darf ich noch ganz kurz was sagen, Daniela. Ja, also alle, die wollen und weitere Tipps zum Thema positive Sprache bekommen wollen, die können sich auch sehr, sehr gerne zu unserer Zauberpost anmelden. Das ist der Newsletter zu unserem Buch. Die erreicht man unter www.federmaus.at/newsletter. Da freuen wir uns. Genau. Da gibt es immer wieder mal was, Infos zum Buch, zu Lesungen, aber eben auch ein paar Tipps, wie man positive Sprache in den Alltag integrieren kann und auch Infos, wenn das nächste Buch erscheint. Genau, also ich habe selber schon auch, wie heißt du, Zauberpost? Ja, genau. Die Zauberpost auch schon abonniert. Ich werde den Link dazu in die Gruppe stellen. Vielen Dank. Zur Homepage. Ja, sonst vergesse ich das ja. So viele Alles klar. Gut. Ich danke dir, liebe Margit. Genau. Ja, ich glaube, das hört sich toll an. Wäre das aber noch was für 10-Jährige? Also meine Tochter ist jetzt, also die Kinder, die da waren so zwischen 6 Jahren und 11 Jahren, also absolut. Es ist natürlich eine kindliche Geschichte, aber es mögen die Großen auch noch gerne. Es kommt ein bisschen darauf an, wie cool die Kids schon sind. Genau. Also von daher, und die Frage, die jetzt in der Facebook-Gruppe kommt, eher fürs jüngere Kind bestellen. Ja, da gibt es noch ein jüngeres Kind und dann vielleicht hört das Ältere ganz automatisch eben auch mit zu. Absolut, absolut. Genau. Das ist auf jeden Fall gute Taktik. Absolut. Ganz lieben Dank, liebe Margit. Lass es dir gut gehen und du darfst jetzt, glaube ich, einfach dieses Meeting verlassen und dann bin ich alleine zu sehen auf dem Bildschirm. Alles gut. Mach's gut, danke dir. Tschüss.